Noch vor wenigen Jahren lieferten sie sich in der German Football League packende Duelle mit den ganz großen Vereinen in Football Deutschland. Heute spielen die Plattling Blackhawks nur noch in der Liga 4, der Bayernliga. Nach einigen Umbrüchen in der Mannschaft will nun ein alter Bekannter die Isarstädter wieder zurück in die Erfolgsspur bringen. Mario Filakovic. Ich habe mir das Team einmal angeschaut bei der Gelb-Boden Bowl und da habe ich einige Talente gesehen. Und ich bin sowieso gewechselt seit letztem Jahr. Ich war da bei der Edding Bulger Assistant Coach und wollte sowieso einmal coachen. Und der nächste Schritt war halt einfach vom Position Coach als Assistant Coach und dann einfach Head Coach zu machen. Und ich will die Blackhawks helfen, weil ich habe jahrelang bei den Blackhawks gespielt und werde dem Team unterstützen. Und es sind gute Talente dabei und ich sehe da Potenzial für die Zukunft. Der GFL-erfahrene Ex- und nun wieder Blackhawk setzt dabei auf die Verknüpfung von altbewährtem und neuem Gameplay sowie eine gute Mischung aus Seniors und Rookies, also alten Hasen und Neulingen. Zu den alten Hasen gehört unter anderem auch Rückkehrer Peter Schweiger, der jetzt als Defense-Coordinator das Zepter schwingt. Der Kontakt hat sich mit dem Vorstand aufgebaut und wie gesagt, ich habe lange nicht gewusst, was in Plattling los ist. Mir hat das eigentlich ein bisschen leid getan, dass Plattling so weit runtergekommen ist in der Liga. Und ich bin halt dann darauf angesprochen worden, ob ich da nicht Lust hätte. Und durch das bin ich jetzt halt nach Plattling gekommen. Ja. Gemeinsam mit dem ebenfalls GFL-erfahrenen Allrounder Jan Paff wollen die Verantwortlichen einen sportlichen Neuanfang starten. Ja, man muss schon sagen, so dieses Jahr haben wir wirklich viele Rookies auch dabei und viele neue Spieler, aber die sind wirklich motiviert. Von den alten Spielern hatten wir leider einige Abgänge, die ein bisschen schade sind. Also mit dem Mix, was wir letztes Jahr hatten, wenn da alle da geblieben wären und die Zugänge von diesem Jahr, wären wir natürlich wesentlich stärker. Auf der anderen Seite, ich denke, dieses Team quasi vom Kern her ist eigentlich eine gute Basis für den kommenden Aufbau. Und ich denke, man soll die Erwartungen auch nicht zu hoch stecken diese Saison. Aber für die kommenden Saison sehe ich eigentlich schon recht positiv in die Zukunft. Ja. Ganz klar, die neue Saison, das erste Ziel ist einmal ein Team zu bilden. Wir müssen jetzt endlich einmal die Basis schaffen für ein Team und dass wir einmal die Spiele gewinnen. Klar, viele Teams haben sich verstärkt. Also Erding mit zwei Amerikanern, hochkarätiger Running Back, dann auch Passau mit einem Amerikaner. Dann haben sie einen von Michigan State, also auch mit zwei Amerikanern, haben dann noch welchen Wide Receiver von Austria, einen Wide Receiver. Und die Austrainer, die Raptors, die haben sich einen QB geholt, beziehungsweise einen Linebacker, der auch QB spielen kann von der ersten Division. Also sehr, sehr hart. Dann haben wir Comets 2, die wo halt die zweite Mannschaft ist für die Comets. Und da gibt es so also komische Kadettenregeln, wo sie halt dann Spieler bis 22 in der zweiten und in der ersten Mannschaft spielen dürfen. Und die sind hervorragend. Die haben letztes Jahr eine Perfect Season hingelegt und sind direkt aufgestiegen mit 16-0, glaube ich, oder so. Es wird sehr, sehr schwer sein, aber es ist machbar. Also ich denke mal, wir werden im Mittelfeld, das ist auch unser Ziel, uns etablieren und einfach vielleicht den anderen Hochkaräter vielleicht ärgern und das wäre halt unser Ziel. Ja. Durch die angesprochenen Verstärkungen der anderen Bayernliga-Teams verspricht die Saison also sehr spannend zu werden. Die Blackhawks selbst haben sich ebenfalls mit zwei Amerikanern verstärkt, die konnten allerdings aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht am Trainingslager teilnehmen. Ob sich die Mühen der Isarstädter gelohnt haben, das können sie am 23. April ab 17 Uhr selbst verfolgen. Da steigt nämlich gleich zu Beginn der Saison der Kracher gegen den angesprochenen Aufsteiger Allgäu Comets 2, wie gehabt im Karl-Weinberger-Stadion in Plattling.